Abend hier am ersten Abend des Chaos Communication Camp. Ich bin Erik Albers, ich arbeite bei der Free Software Foundation Europe und möchte heute zu einem Gedankenexperiment einladen über die Nachhaltigkeit von Software. Dazu werde ich ganz kurz über Software als Ressource unserer heutigen Gesellschaft reflektieren, darüber, wie sich diese Ressource unterscheidet, insbesondere zu natürlichen Ressourcen und wie wir diese Ressource möglichst nachhaltig wirtschaften und konsumieren können. Alles Digitale entsteht in dem Zusammenspiel von Software, Hardware und Energie bzw. Strom. Und wenn wir über digitale Nachhaltigkeit reden, dann denken wir meistens daran, irgendwo in diesem Spannungsfeld hier natürliche Ressourcen zu schonen. Die werden insbesondere benötigt bei der Produktion von Hardware und bei der Produktion von Energie. Und Software hat auch einen erheblichen Einfluss darauf, ob wir jetzt in diesem Zusammenspiel mehr oder weniger natürliche Ressourcen benötigen. Software kann zum Beispiel die Lebenszeit von Hardware verlängern oder verkürzen. Beziehungsweise Software kann auch sehr energiehungrig sein, wie zum Beispiel bei Bitcoin. Und dementsprechend hat Software dann großen Einfluss drauf, wie viel natürliche Ressourcen nachher indirekt hier benötigt werden. Aber da in diesem Zusammenhang sprechen wir dann eigentlich von einer Nachhaltigkeit durch Software. Was ich heute machen möchte, ist die Software selbst als Ressource betrachten und eben eine Nachhaltigkeit von Software dabei zu erörtern. Software also als Ressource in unserer heutigen Gesellschaft sind quasi alle verschiedenen Bereiche unserer Gesellschaft werden von Software durchdrängt. Automatisierung, die Wissenschaft, die öffentliche Verwaltung, unsere digitale Kultur, unsere alltägliche Kommunikation, alle diese Prozesse sind quasi kaum noch zu denken ohne die Verwendung von Software. Und würde quasi Software von einem Tag auf den anderen wegfallen, dann würde damit auch viele Bereiche unserer Gesellschaft irgendwo zerfallen. Hier also der eine Aspekt als Ressource, der andere: Software ist eben auch an Hardware gekoppelt, beziehungsweise umgekehrt. Und dementsprechend fehlt mir die Software, dann kann ich auch viele Hardware nicht mehr betreiben. Damit wird also Software auch zu einer Ressource, um Hardware zu betreiben. Was macht jetzt diese Ressource im Besonderen aus? Ganz offensichtlich, Software ist nicht stofflich und es bringt ein paar Unterschiede zu natürlichen Ressourcen mit sich. Ich kann Software im Prinzip beliebig oft konsumieren oder teilen oder verteilen, ohne dabei jemals die Ressource zu erschöpfen oder auch gar nur einen Qualitätsverlust zu erleiden. Und wenn ich jetzt Software, also eine bestimmte Software, als eine Ressource betrachte und dann quasi jede Installation von dieser Software als Mengeneinheit 1 dieser Ressource, dann gilt quasi, dass ich mit jeder Installation die Grundmenge erhöhe. Also mit jeder Nutzerin, während bei natürlichen Ressourcen quasi mit jeder Nutzerin ich was von der eigentlichen Grundmenge wegnehme, habe ich bei Software eher den gegenteiligen Effekt. Mit jeder Nutzerin, mit jeder Installation erhöhe ich die Grundmenge. Obwohl eigentlich unbegrenzt, ist es in der Praxis dann doch leider oft künstlich limitiert. Das sind vor allem juristische und technische Maßnahmen, die hier getroffen werden. Juristisch klassischerweise eben Patente, Copyright und ähnliche Dinge. Auf der technischen Seite haben wir dann Kopierschutzmaßnahmen, DRM und andere Werkzeuge, um die eigentliche Unbegrenztheit dieser Ressource zu beschränken. Ich habe hier oben rechts dann auch noch so schwarze Ampeln hinzugefügt, oben links. Da wollte ich einfach auch verdeutlichen, was auch noch einen Unterschied macht zu natürlichen Ressourcen. Die Ressource kann prinzipiell auch kaputt gehen. Ich kann also, die Software kann einen Bug haben oder zwei, oder sie kann auch aus anderen Gründen nicht mehr funktionieren oder Schadcode, ähnliches. Die Ressource kann also kaputt gehen.
Aus diesen Überlegungen heraus kann man also feststellen, okay, die Ressource, Software, die kann also bewusst gestaltet werden. Ich kann also bei der Erzeugung der Ressource, kann ich quasi vor allem den Zugang zu dieser Ressource bewusst gestalten. Ich habe einfach exemplarisch verschiedene Lizenzmodelle mal angezeigt. Das ist nicht erschöpfend, aber zeigt so ein bisschen das Spektrum, also von freien Lizenzen über die Public Domain bis hin zum Copyright, kann ich hier Entscheidungen treffen, wie inwieweit diese Ressource verwendet werden kann. Außerdem, was ist noch anders? Software entsteht in Abhängigkeiten. Ich habe jetzt hier, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, es ist also ein Ausschnitt von GNU-Linux-Distributionen, habe ich jetzt aus der Wikipedia entnommen, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, eigentlich ist es eine riesige Liste. Und was man hier sehen kann, also ich habe dann hier eine Grunddistribution, in dem Fall Red Hat, und daraus entstehen dann Derivate, also Ableitungen, diese ganzen Forks, sogenannte Forks, die hier entstehen. Die entstehen ja alle in Abhängigkeiten zur Mutter quasi, das sind ja alles Fortfolgen der Mutter und da entsteht ja auch teilweise immer noch weiterhin Code-Austausch. Hier sind also Abhängigkeiten. Oder aber auch, wenn man hier oben schaut, da entstehen dann neue Distributionen. Also auch schon mal interessant, das können also auch neue Ressourcen entstehen. Während wir bei natürlichen Ressourcen, können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir die Erde jetzt fast alle entdeckt haben, entstehen bei der Software neue Ressourcen. Und hier gibt es aber auch in verschiedenen Ebenen Abhängigkeiten. Also im Prinzip hat ja jede GNU-Linux-Distribution eine Abhängigkeit zum Linux-Kernel zum Beispiel. Da möchte ich jetzt für quasi die weiteren Überlegungen, würde ich jetzt mal drei Leitgedanken mitnehmen wollen. Je mehr NutzerInnen ich habe, desto mehr Ressource habe ich. Also die Tatsache, dass ich mit jeder Installation quasi die Grundmenge erhöhe. Die Ressourcen können bewusst gestaltet werden. Ich habe also die Möglichkeit, mir Lizenzen zu wählen, die den Zugang zu der Ressource beschränken oder öffnen. Und die Ressourcen entstehen in Abhängigkeiten zueinander. Also entstehen hier auch Dominoeffekte, eventuell je nachdem, welche Abhängigkeiten ich hier erzeuge oder einbaue. So, also zur Ressource. Jetzt will ich über die Nachhaltigkeit dieser Ressource sprechen. Und Nachhaltigkeit gibt es verschiedene Definitionen. Und ich möchte hier die Generationengerechtigkeit herauswählen quasi. Die wurde von der Brundtland-Kommission 1987 festgeschrieben und ist seitdem häufig Bestandteil von verschiedenen Nachhaltigkeitsdefinitionen. Die besagt, dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Bei natürlichen Ressourcen wiederum ist es also die Vorstellung, dass wir heutzutage am besten auf eine Art und Weise konsumieren, dass wir noch was übrig lassen für die Zukunft quasi, dass wir nicht alles heute schon verwenden. Wenn wir uns jetzt aber wieder den Gedanken in Erinnerung rufen, dass das ja bei Software quasi umgekehrt ist, dass es ja eigentlich gilt, je mehr ich sie verwende, je mehr NutzerInnen ich habe, desto mehr Ressource habe ich auch, gilt hier also quasi umgekehrt, sich nicht zu beschränken, sondern vor allem eigentlich zu verhindern, dass die letzte Installation stirbt oder gelöscht wird. Und dementsprechend könnte man jetzt dann modern sagen, everything not saved will be lost. Und wie kann Software verloren gehen? Also wir möchten also verhindern, dass diese Software quasi verloren geht, damit sie auch in der Zukunft noch erhalten ist. Dann überlegt man sich ja, okay, wie kann denn Software eigentlich verloren gehen? Hatten wir ja gerade schon. Die letzte Installation wird gelöscht. Die häufigste Sache, wie Software verloren geht, ist das Wissen darum geht verloren. Das ist eben vor allem eine Problematik für proprietäre Software, bei der ich den Code nicht sehen kann und dementsprechend kann ich nachher nicht mehr nachvollziehen, wie diese Software zustande kam, wie die Algorithmen, die darunterliegenden Algorithmen gebaut wurden. Und das ist eine reale Gefahr, nicht nur für einzelne Entwickler oder für KMUs, sondern auch für ganz große Firmen. Wenn die bankrott gehen,
wenn die kein ordentliches Wissensmanagement haben oder das nicht gut verwalten, dann kann ja ganz, ganz viel Wissen, ganze Softwareprojekte im Prinzip so dadurch verloren gehen. Und natürlich gibt es sonst auch noch die Möglichkeit von, sag ich mal, informationstechnischen Angriffen. Hier durch den Magneten dargestellt, aber in der Praxis Viren, Schadcode und andere Dinge, die einfach bestehende Installationen zerstören können und damit im Prinzip auch dazu führen könnten, dass die letzte Installation verloren geht. Ja, jetzt kann ich nicht sagen, ja gut, okay, vielleicht brauche ich ja gar nicht jede Software. Ich meine, ich habe heute auf meinem Telefon habe ich irgendwie Lineage OS 14 und in 20 Jahren habe ich dann Lineage OS 47 vielleicht, wenn es das dann noch gibt. Und wahrscheinlich werde ich weder mein Telefon noch Lineage OS 14 jemals wieder brauchen in 20 Jahren. Aber da muss man dann eben, also ich sag mal, geschriebene Software ist auch geschriebenes Wissen. Und dementsprechend heißt Software halten auch Wissen erhalten. Und Wissen erhalten an sich ist ja ein Ideal. Wir bewahren uns ja auch römische Gesetzestexte auf, obwohl kein Gericht dieser Welt mehr die noch benötigen würde. Aber es dient einfach unserer eigenen kulturgeschichtlichen Erinnerung und der Reflexion und anderen Dingen. Und so gilt das natürlich allgemein bei Wissen. Und bei Software aber auch nochmal insbesondere, weil sie diese realitätsgestaltende Funktion hat. Also ich kann quasi nicht nur das Wissen erhalten, ich kann ja auch noch Hardware erhalten, zum Beispiel alte Hardware erhalten. Oder vor allem, wenn wir uns vor Augen führen, dass ja die Wissenschaft mehr und mehr immer mehr auf Software aufbaut und die den Anspruch hat, dass alle Ergebnisse reproduzierbar sind, dann geht das auch nur, wenn ich die Software in der Zukunft habe, die heute bei den Versuchen eingesetzt wird. Da gibt es inzwischen verschiedene Initiativen, die sich strategisch bemühen, Software für die Zukunft zu erhalten. Und da möchte ich einen davon vorstellen, das Software Heritage. Die sagen über sich selber quasi, "Our ambition is to collect, preserve and share all software that is publicly available in source code form." Es soll also alle Software, deren Code öffentlich verfügbar ist, wird hier gebackupt quasi, wird redundant gesichert, um ihn so für die Zukunft zu erhalten. Es wird nicht nur gesichert, es wird auch versucht, es zu katalogisieren. Es wird mit IDs versehen, um quasi die Suchfunktionen zu verbessern, um diesen Code zu verbessern. Es hat auch eine demokratische Funktion, also es gibt einfach Crawler, die suchen nach diesem Code. Ich kann aber auch als User-In kann ich auch sagen, hier habe ich Code gefunden, sichert den mal ab. Also sehr, sehr interessantes Projekt, empfehle ich mal, sich anzuschauen. Und worauf ich im Moment nochmal hinaus oder hervorheben möchte, all publicly available source code form, also jeder öffentlich verfügbare Code. Also hier zeigt sich schon, wie wichtig es ist für die Archivierung, für den Erhalt, dass der Code öffentlich verfügbar ist und quasi nicht nur die öffentliche Verfügbarkeit, sondern je freier, je offener die Verfügbarkeit ist, also nicht nur, dass der Code sichtbar ist, weil sonst habe ich auch juristische Probleme, wenn ich den Code sehen kann, aber er nicht unter freier Lizenz ist. Also freie Lizenzen geben hier quasi die Freiheit und die Möglichkeit, Code für die Zukunft zu erhalten. Und es geht nicht nur um Code, deswegen habe ich hier auch noch andere Lizenzen angezeigt. Aber wir sprechen heute von Software, deswegen hauptsächlich von Code. Die ergeben uns also die Möglichkeit, den Code für die Zukunft zu erhalten. Und in diesem Zusammenhang möchte ich deswegen auch diese wichtige Kampagne Public Money, Public Code ansprechen. Die Kampagne fordert, dass wann immer öffentliches Geld in die Entwicklung von Software gesteckt wird, dann soll diese Software auch unter freier Lizenz veröffentlicht werden. Und ich empfehle, die Seite mal anzuschauen. Da gibt es ganz, ganz viele gute Argumente, warum das wichtig ist, warum uns das allen hilft. Und jetzt haben wir noch einen hinzugefügt. Es dient auch der Nachhaltigkeit und dem Erhalt von Code für die Zukunft. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, wir haben offenen Code und wir können den irgendwie speichern und in der Zukunft eventuell nochmal rausholen. Das ist schon mal sehr gut. Aber noch besser wäre ja eigentlich, wir kreieren Software, die es durch die Zeiten hindurch schafft,
und sich quasi mitentwickelt. Dazu möchte ich den Adam Smith zitieren, der sagte zu dem größten Netzwerk seiner Zeit: Eine Eisenbahn besteht zu 95% aus Menschen und zu 5% aus Eisen. Das übersetze ich jetzt nochmal nach heute und sage: Eine Software besteht zu 95% aus Menschen und nur zu 5% aus Code. Was ich damit sagen will, dass die Community hier entscheidet für den Erhalt von Software, und da können wir Community auch ruhig in breiteren Spektren denken. Also klassischerweise sind das natürlich die NutzerInnen und die EntwicklerInnen. Aber genauso gibt es auch Unternehmen, es gibt Drittparteien, Wissenschaft, andere Initiativen und viele, viele mehr, viele diverse Akteure, die an der gleichen Software quasi teilhaben, mitpartizipieren können. Wenn wir zum Beispiel an WordPress denken. WordPress ist ein Custom-Management-System, vor allem verwendet zur Erstellung von Pages und von Blogs. Dann haben wir also NutzerInnen, die möchten sich damit eine Homepage gestalten. Dann haben wir EntwicklerInnen, die möchten den Code verbessern oder die möchten Add-ons für diese Software schreiben. Wir haben Unternehmen, die verkaufen automatisierte WordPress-Installationen oder vorgefertigte Installationen. Wir haben aber vielleicht auch Drittparteien, die verkaufen eigentlich Webspace, aber um sich von der Konkurrenz abzuheben, bieten sie nochmal on top eine automatisierte WordPress-Installation an. Wissenschaftler, die möchten ihre neuen Ergebnisse visualisieren mit dem bestehenden WordPress und so weiter und so weiter. Wir haben also viele verschiedene Akteure und die haben alle den Wunsch, diese Software zu erhalten und zu gestalten, auch über die Zeiten hinweg, weil sie haben schon viel, viel Daten hineingesteckt, viel Energie hineingesteckt. Und dann zum Beispiel der Sprung von HTML4 auf HTML5 oder der Move vom Desktop zum Mobile First, also aufs Handgerät sozusagen. Alle diese Dinge haben also verschiedene Akteure, die möchten alle, dass diese Software das schafft, und tragen eben ihren Teil dazu bei und schaffen so eben ein agiles Ökosystem für diese Software. Und diese Community wiederum kann auch gestaltet werden. Aus der quasi, das gilt halt, also aus eigener Perspektive ist das natürlich vor allem möglich mit den NutzerInnen und den EntwicklerInnen, weil mit Drittparteien ist es jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, da hat man keinen Einfluss drauf, oder auch Unternehmen, die möchten eben ihr Business machen. Aber vor allem da gilt es jetzt wieder vor allem eher diese Kern-Community, sage ich mal, der NutzerInnen und EntwicklerInnen. Da kann ich direkt mithelfen, Community zu gestalten. Es können zum Beispiel gemeinsame Ziele definiert werden. Es kann gesagt werden, wir möchten die beste Office Suite der Welt kreieren. Wir möchten unbedingt freie Software bleiben. Solche Dinge. Wir möchten ein möglichst simples Software erschaffen oder wir möchten eine möglichst komplexe Software erschaffen. Der soziale Austausch ist hier natürlich wichtig. Da kann also an Kommunikationskanäle denken, aber auch an Conventions, an Treffen, eben am User-Innen-Austausch, aber auch solche Dinge wie Mentorenschaften, Code of Conduct, solche Dinge. Hier ist natürlich auch der freie Zugang wieder ganz wichtig, weil nur der freie Zugang auch zu den ganzen Ressourcen, also und zwar Code in erster Linie, aber auch natürlich zu den Dokumentationen etc., ermöglicht ja dann auch der Community diese kreative Gestaltung und auch der Mentorenschaft, damit kreativ umzugehen und das Wissen weiterzutragen. Und natürlich ein ordentliches Wissensmanagement. So, und da möchte ich noch einen Aspekt hier beleuchten. Und das ist das Forken. Forken ist also, wenn ich bestehenden Code nehme, den dupliziere und dann eine Parallelentwicklung starte. Da gibt es verschiedene Gründe, warum das passiert. Oft sind es technische Gründe. Man möchte zum Beispiel eine bestehende Software auf eine andere Plattform bekommen. Oder es sind manchmal auch marginale Anpassungen, Fan-Editionen. Das eine Modul wird entfernt oder hinzugefügt. Aber es kommt aber auch zu, manchmal sind auch Community-Richtungsstreits hier wegweisend für eine Spaltung der Community quasi. Und
Also die eine Teil möchte zum Beispiel eine möglichst simple Software erschaffen und der andere möchte noch möglichst viele Funktionen hinzufügen. Und infolgedessen spalten sich hier die Vorstellungen und die Communities. Und in diesem Moment wird eben dieses Forken zu einem wichtigen Werkzeug der Nachhaltigkeit, weil trotz eines Streites, also ich sage mal einer klassischen Organisationshierarchie, würde eben bei so einem Streit eventuell alle müssten quasi mit dem Schiff mitfahren und wenn das Schiff versinkt, dann müssen alle mit untergehen. Wohingegen das Forken die Möglichkeit, einen Fork zu erzeugen, also eben auch eine Möglichkeit gibt, einem Teil der Community zu sagen, nee, da haben wir jetzt keine Lust mehr darauf, sich das nächste Boot zu nehmen und in eine andere Richtung zu fahren und so quasi diese Software zu erhalten. Und dementsprechend wird die eine oder die andere oder vielleicht auch beide am Ende sich erhalten und überleben. Und berühmte Beispiele für diese Entwicklungen sind OwnCloud zu NextCloud, OpenOffice zu LibreOffice und andere Entwicklungen. Exemplarisch hier auch, um das zu verdeutlichen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber der Google Cemetery hier ist eine Homepage, die listet Google-Produkte auf, seit 2006, die einfach eines Tages beschlossen wurden, naja, das kann sich jetzt nicht mehr genug kapitalisieren lassen, deswegen stampfen wir diesen Dienst ein. Das sind seit 2006 über 150 Softwareprojekte, bei denen quasi Google eben, wie gesagt, selbstständig entscheidet und hunderte Millionen von NutzerInnen im Prinzip vor den Kopf stößt und sagt, sorry, tut mir leid, machen wir nicht mehr und damit ist die Software tot und verschwunden und nicht mehr in der Zukunft verfügbar. Und im Gegensatz dazu die Geschichte von Netscape, die haben auch unter ökonomischem Druck beschlossen, sie werden den Code veröffentlichen und nach ein paar Zwischenschritten kam dann Mozilla Firefox raus, der eine Zeit lang, ich denke, der meistgenutzte Browser dann tatsächlich in der nördlichen Hemisphäre war und mit einem gemeinsamen Ziel antritt und sagt, Internet for the people, not for profit. Also ich denke, hier sieht man auch sehr deutlich, wie ein Softwareprodukt oder ein Softwareprojekt sich auch unterscheiden und wie eben ein Projekt von der Community immer weiter getragen werden kann. Allerdings, nicht jeder Fork ist gleich. Im Optimalfall sieht ein Fork so aus, das heißt, ich habe hier also die Abspaltung an diesem Punkt und dann habe ich zwei parallele Entwicklungen, die sich gegenseitig Code zuschieben, die sich Wissen austauschen, die quasi zwei verschiedene NutzerInnen-Gemeinschaften bedienen und im friedlichen Wettstreit miteinander stehen, was in der Praxis wahrscheinlich meistens zu diesem Punkt führt, dass es eine Hauptentwicklung, einen Hauptstrang gibt und dann gibt es eben etwas kleinere Nebenentwicklungen, die aber trotzdem sich gegenseitig eben mit Wissen und Code versorgen. Was allerdings nicht nachhaltig ist, ist solch ein Fork, manche Lizenzen ermöglichen auch, eine Software zu forken und sie dann daraufhin zu privatisieren. Und da habe ich halt die Problematik, dass ich quasi dann nur noch Code von der einen Strang in den anderen hinübergezogen werden kann. Hier wird also öffentliches Wissen und die Allmende quasi abgesaugt, um sie zu privatisieren. Und da entsteht dann im Prinzip die gleiche Problematik, die wir gerade besprochen haben, wenn dann dieser privatisierte Zweig eines Tages beschließt, okay, lohnt sich nicht mehr, macht nicht mehr genug Kapital, wir stampfen die Software ein, ist das ganze Wissen verloren gegangen. Deswegen sieht eine nachhaltige Softwareentwicklung, sollte diese Kriterien erfüllen, einerseits die Möglichkeit zu forken, zu kooperativen Entwicklungen, was eben freie Lizenzen benötigt, damit das geschehen kann. Und andererseits eine schützende Lizenz, die eben die Privatisierung verhindert. Das sind diese sogenannten Copyleft-Lizenzen, die verlangen von jeder Parallelentwicklung, dass sie unter der gleichen Lizenz, also unter den gleichen freien Lizenzen weiterentwickelt werden. Und da gibt es viel Diskussionen darüber und viele Argumente hin und her. Aber unter Aspekten der Nachhaltigkeit ist Copyleft die absolut zu bevorzugende Lizenz oder die einzige nachhaltige, richtig nachhaltige Lizenz, sage ich. Und damit schließe ich mit den Schlussgedanken ab.
Freie Lizenzen bilden die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung von Software. Sie sind also notwendig, um möglichst um die Software einerseits zu archivieren, wie wir es bei den Software Heritage gesehen haben, aber eben auch um Communities überhaupt zu ermöglichen, damit Communities mit dem Code, mit der Software arbeiten können. Die Communities wiederum, die gestalten, heißt auch Software erhalten, also allein quasi schon die Möglichkeit des Forks gebietet mir, meine Community ernst zu nehmen, weil sonst ich eines Tages eventuell mit von denen quasi einen Fork erleide. Und damit wird quasi die Software ständig auch an den Bedürfnissen der NutzerInnen orientiert. Und Forken und Copyleft als Werkzeuge der Nachhaltigkeit, um Software am Leben zu erhalten. Jo. Vielen Dank. Ich denke, wir haben noch 2-3 Minuten übrig für Fragen. Ich vermisse einen Stage, ein Mikrofon für das Publikum, falls es Fragen gibt. Doch, da hinten sehe ich eins. Entschuldigung, ich muss die Frage auf Englisch machen. How do you publish a package or a software project with said license? How do you mean, how do you publish it? If I want to publish a package with copyleft licenses, how do I do so? Wie macht das man? Can you speak up a little bit? I think do not get the sound very clear. Also, ich habe ein Software-Package und ich will die auf Copyleft veröffentlichen. Wie macht das man? Na, als Autor hast du natürlich die Möglichkeit, die Lizenz dir auszusuchen. Es teilweise natürlich kommt darauf an, ob du da schon Abhängigkeiten an vorherig bestehenden Code eingebaut hast, von dem du eventuelle Abhängigkeiten übernehmen musst. Aber ansonsten hast du als Autor die Möglichkeit, die Lizenz zu suchen, und die hier angesprochenen Copyleft-Lizenzen sind vor allem diese GPL-Familie, die GNU-GPL-Lizenzen, die einem diese Copyleft-Schutz gewähren. Welchen Hinweis oder welchen Tipp würdest du jemandem geben, der im Arbeitsumfeld, im klassischen, seine Software veröffentlichen will? Also ich habe konkret zum Beispiel den Fall gehabt, für mein Unternehmen eine Software entwickelt zu haben, und ich wollte sie Open Source stellen. War auch mit einer riesen Menge Fragen konfrontiert, auch die ganzen rechtlichen Aspekte. Und die Firma hat dann mehr oder weniger die Vorgabe gemacht, wir nehmen die MIT-Lizenz. Mhm. Was würdest du jemandem in meiner Situation da empfehlen? Wie geht man damit um, wenn man da im unternehmerischen Kontext seine Software möglichst Open Source bekommen möchte und nachhaltig bekommen möchte? Naja, also es ist ja schon mal, so wie ich es jetzt höre, wurde ja schon mal hier auf jeden Fall ein Stück erreicht. Also das wurde ja dann unter MIT-Lizenz veröffentlicht, also damit als freie Software veröffentlicht. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut, und gratuliere zu diesem guten Ergebnis. Ja, ansonsten, also es gibt halt manchmal etwas Vorbehalte gegenüber der Copyleft-Lizenz, die sich auch daraus streuen, dass in den 90ern insbesondere sehr große Softwareunternehmen dagegen Sturm gelaufen sind. Insbesondere Microsoft hatte damals viel schlecht darüber geredet. Ich denke, die beste Möglichkeit ist tatsächlich aufklären. Den Leuten sagen, dass sie da nichts zu befürchten haben, was sie eher davon profitieren können, dass sie von dem Upstream profitieren können. Weil wenn ich natürlich eine Software unter einer Copyleft-Lizenz veröffentliche, habe ich halt auch den großen Vorteil, dass mir kein anderer, wie ich es gerade gezeigt habe, mir die Software wegprivatisieren kann, sondern alle, die dann meine Software benutzen wollen, müssen mir auch wiederum die Software zurückgeben.
Dinge der Nachhaltigkeit ansprechen, wenn man, ich denke gerade digitale Nachhaltigkeit nimmt so langsam ein bisschen, mehr Leute denken drüber nach und wenn man jetzt früh auf den Zug aufspringt, kann man sich natürlich auch profilieren dadurch. Ich denke, es wäre wichtig, dann solche Dinge hervorzustellen und die Leute davon zu überzeugen. Okay, oder nee, hier. Ist es denn nachhaltig, was heute eigentlich an sich Softwareunternehmen machen eigentlich? Also du hast jetzt eigentlich Aspekte der Nachhaltigkeit von Software dargestellt. Es geht eigentlich um die Veröffentlichung der Software. Aber große Unternehmen veröffentlichen Software heute, aber trotzdem bestimmen sie weiterhin den Verlauf der Entwicklung der Software. Ist es weiterhin nachhaltig dann auch, wenn sie letzten Endes alles in der Hand haben und trotzdem bestimmen, welche Entwicklung dann mit der Software möglich ist? Meinst du jetzt, wenn sie freie Software veröffentlichen oder wenn sie allgemein Software veröffentlichen? Allgemein Software veröffentlichen. Also okay. Microsoft geht mehr in diese Richtung. Ne? Also sie machen ja immer mehr Sachen eher unter freier Lizenz, aber trotzdem sind sie die Hauptentwickler und sorgen dafür, dass sie weiterhin die Hauptentwickler bleiben und trotzdem damit Geld verdienen. Naja, es gibt natürlich verschiedene, also vielleicht sind es jetzt auch zwei Themen in einem. Es ist natürlich prinzipiell nichts dagegen einzuwenden, ist, wie wir es quasi hier zu sehen hatten, Quatsch hier, ich kann ja die Software durchaus unter freier Lizenz veröffentlichen und also dann habe ich ja trotzdem meinen Hauptstrang in der Hand, also der Hauptstrang entsteht auch oft dadurch, dass er eben nun mal quasi, er hat die Software irgendwann auf den Markt geworfen, Microsoft in dem Fall oder andere Firmen, die haben die etabliert, die haben da dann Trademark halt vor allem auf Logo, auf Namen und so weiter. Und wenn sie schaffen, da eine Community drumherum zu gestalten, dann behalten sie natürlich ein Stück weit die Möglichkeit, ich würde das nicht Kontrolle nennen, aber die Möglichkeit, diese Community zu gestalten. Und wenn sie es schaffen, weiterhin die Menschen daran zu binden, ohne dass sie das verlassen, dann sehe ich da auch überhaupt nichts Schlimmes darin. Das ist ja durchaus eine nachhaltige Entwicklung, wenn es dann ja unter freier Lizenz geschieht. Aber natürlich meistens wollen sie ja eher, also wenn sie jetzt proprietäre Software produzieren, dann gilt natürlich alle diese konträren Dinge, die ich aufgeführt habe. Und wenn natürlich diese Software, wenn sie auch frei lizenzierte Software quasi nur als Zugang zu anderer proprietärer Software produzieren, dann ist es natürlich auch nicht sehr nachhaltig. Ich habe noch mal eine andere Frage, und zwar ein großer Teil der Software besteht ja einfach auch in der Sprache, in der wir den Code schreiben. In der Programmiersprache, in der wir den Code schreiben. Wenn jetzt ein Unternehmen die komplette Kontrolle über diese Programmiersprache hat oder auch von heute auf morgen einfach sagt, ne, das ist jetzt die neue Programmiersprache und wir bestimmen die, sollte man das dann nicht vielleicht auch schon mal unter ein Fragezeichen stellen Richtung Nachhaltigkeit, weil man ist in dem Fall dann abhängig davon, dass das Unternehmen ausschließlich und allein über diese Programmiersprache bestimmt und man eigentlich auch Aspekte der Nachhaltigkeit gar nicht einbringen kann. Also man kann da zwar Wünsche äußern, aber Unternehmen sind da in der Regel relativ dickfällig, sag ich mal. Ja, nee, auf jeden Fall, klar. Also viele Dinge, die jetzt für Software hier herausgearbeitet wurden, sind natürlich prinzipiell für alle nichtstofflichen Ressourcen, wie auch eine Programmiersprache eine ist, gültig und für die gilt dann natürlich ganz genauso. Wenn je mehr Freiheit ich der Community gebe, je mehr ich das Wissen um die Ressource quasi demokratisiere, desto nachhaltiger ist natürlich auch die Verwendung dieser Ressource und die Möglichkeit, die möglichen Verwendungen der Ressource. Klar. Alles klar, vielen Dank für deinen Vortrag. Super, ja, vielen Dank für die Einladung und für die gute Diskussion. Ich werde jetzt gleich noch in dem About Freedom Cluster sein. Wenn ihr noch Lust habt, mehr darüber zu reden, dann trefft ihr mich dort.